Und dann haben wir angefangen, an sich aus Jux und Tollerei, wir versuchen mal so ein Eck wieder zu rekultivieren. Mhm. Und das ist das, was hier steht. Das ist jetzt ungefähr etwas über 30 Jahre alt. Und dann ja, weitermachen, wie wir weitermachen, wusste man sich gar nicht. Wir gehen mal da ein Stückchen runter. Ich bin ja heute die Treppe schon, ich glaube, 10-mal hoch und runter gelaufen von unten. Das hält jung. Ja. Und naja, und dann hat mir das immer Zug um Zug Spaß gemacht. Und dann haben wir gesagt, an sich müsste man das wieder ganz anpflanzen. Wie das im ursprünglichen Zustand war, diese ganze Mulde hier. Naja, das ist so einfach gar nicht mehr, wenn Flächen über 30 Jahre nicht mehr bewirtschaftet werden, hat also die untere Naturschutzbehörde oder die Naturschutzbehörden was dagegen. Und dann haben wir also Gutachten machen lassen, viele. Und dann haben wir dann also auch gesehen, dass was schützenswert ist, sind hier vor allen Dingen Mauereidechsen und so Sachen. Mhm. Und dass die dort, wo es zubuscht, an sich eher verschwinden. Ja, hier war das, so war das auch hier, wie man darüber guckt. Ja, klar. Und dass, wenn man das freistellt, dass das an sich für die viel besser ist. Ja, sonst. Und dass das dann die Population sich wieder aufbaut. Und das sind wir, haben wir jetzt. Die aber eigentlich wissen in der Landschaftsbehörde, jo, oder? Jo, aber oh, ja. Die fahren also da unten gerne mit dem Auto vorbei und sprechen Rechte, aber sind noch nie die Treppe hochgelaufen. Mhm. Sag ich mal so, ich lässt da manchmal drüber. So, ich hoffe, das klappt. Jungs, laufen wir hier vor. Also jetzt sieht man die Mauern nicht. Die unten, die Mauern haben wir wieder aufgebaut. Also Sie sehen, das ist also schon ein bisschen mühsameres Tun als wie in der Ebene. Ja. Und schon ein bisschen verrückt. Normalerweise ist das, ja, kannst du gar nicht rechnen. Wenn wir noch ein bisschen weiter runter gehen, sieht man die Mauer, die haben uns schlecht weg 100.000 Euro gekostet, die beiden Mauern. Das sind Trockenmauern, kein Beton dran. Ja. Ja, also viele Arbeitsstunden. Ja, ja wirklich, das habe ich bezahlt. Wir stehen jetzt hier vor den Trockenmauern, das ist die VDP-große Lage, Norheimer Delchen. Das ist Norheimer Delchen. Das haben Sie vor 30 Jahren angelegt? Ja, da haben wir angefangen vor 30 Jahren. Dann haben wir hier so ein bisschen zwischendurch den Mut verloren. Und jetzt, wo Cornelis und ich beide noch da sind, ja. Und dann ist da unten die Straße gebaut worden, sagst du, weißt du was, haben wir beide gesagt, komm, wir machen die anderen Terrassen auch noch. Ja. Zwischendurch haben wir gedacht, oh, ich glaube, wir hätten es besser sein gelassen. Aber jetzt haben wir alle doch Spaß dran und sagen, dann wird er, warum nicht. Und die Weine sind einfach auch spektakulär. Das hat noch ist noch schön hier. Normalerweise sind solche Flächen extrem gefährdet durch Trockenheit. Hier haben wir festgestellt, hier durch diese Mulde sind wahrscheinlich Wasseradern unten drunter. Haben wir festgestellt, wie wir die Mauern gemacht haben. Ich zeige Ihnen das mal. Haben wir da rum. Guck dir das mal an, was im Untergrund hier ist. Zum Beispiel das. Ah ja, da steht, kann man sehen, steht das Wasser das in. Das läuft sogar. Sehen Sie es laufen? Ja. Wie wir die Mauern hier gebaut haben, das ist ein Bild hier von dem Mauerbau. Hier, wo die Mauern aufgesetzt wurden, ja. Und wie wir das ausgeputtet haben, schaut ihr das mal an. Das haben sie aber schon mit dem Bagger. Ja, ja, ja. So ein Schreitbagger. Oh, ja, ja, genau. Das war ein Thema für sich. Sehen. Und Sie sehen hier die Bodenschichten. Da unten drunter, das sind Schieferschichten. Oben drüber, das ist das von der Erosion, was so zusammengetragen ist. Ansonsten ist die Mauer da. Ja. Also ist schon mühsam. Sie sehen hier die Schieferschichten. Mhm. Hier. Die bringen auch die leicht rötliche Farbe. Das bringt die Verwitterung, ja. Genau. Das bringt dann die Farbe hier. Ja. So. Und da wollte ich an sich heute wieder hin und wollte mit ihm das austeilen, damit das also richtig also im Winkel steht. Ja. Aber bei der Gelegenheit zeige ich Ihnen mal, was wir so treiben, außer dem, was viele ja nicht wissen, wie aufwendig auch Weinbau sein kann. An sich, wenn man das, hier müsste ja eine Flasche Wein 100 Euro kosten jedes Jahr, um diese Investitionskosten. Hier wächst, was hier auf der Terrasse wächst, da wächst vielleicht 200 Liter, 300 Liter Wein höchstens. Mhm. Und wann können Sie mit dem? Wir pflanzen jetzt im Winter. Ja. Also wir machen jetzt die Pfähle rein und werden im Winter
dann pflanzen, das also im Frühjahr bis zum Mai, also bis Anfang Mai muss das gepflanzt sein. Mhm. Und dann wird das 3-5 Jahre dauern. Also nach 3 Jahren kann man sagen, dass man schon die ersten Trauben ernten kann, aber das ist dann nicht Grand Cru. Nee, klar. Aber so, und das wird schon ein paar Jahre dauern, aber irgendwann muss man anfangen. Also ist was für die Kinder von Cornelius. Ja, ich will da auch noch was davon trinken. So ist es nicht. Ne? Nein, aber bis das die Qualität erreicht, die anderen Weine haben. Ja klar, das wird noch dauern. Das ist klar. Wobei, hier sind wir sehr hoffnungsfroh, weil die Böden sind jetzt ausgerodet, 30 Jahre nichts gewesen. Mhm. Und der Untergrund, wir haben viel Arbeit da reingesteckt, dass wir das, also das ist so tief umgeschafft worden, ja. Dass das gut funktionieren wird. Aber es wird ein bisschen dauern. Ist natürlich einfach eine Herausforderung. Hier die Mauern haben wir wieder aufgesetzt. Hier sieht man es. Ja. Die waren umgefallen. Also, hinten ist noch ein Stück umgefallen, sieht man. Das ist also immer das Mühsame, das wieder zu reparieren. Aber das ist genau Süd. Und das ist unheimlich wie so ein Kessel, ja. Der geschützt ist von den Winden. Rechts und links ist vulkanischer Boden und hier im Untergrund ist Schiefer. Das ist die Besonderheit dieses Berges hier. Und die Landschaftsbehörde schreibt Ihnen vor, wo Sie Mauern hinmachen dürfen? Oder nein. Das ist ja, die Mauern standen ja. Wir haben die ja wieder instand gesetzt. Ach so, da waren Reste von ja, da, wie man es auf der Seite sehen konnte? Ja, so, die haben wir wieder instand gesetzt. Das sah so aus wie hier. Ah ja, genau. Die waren umgefallen halt. Ja. Und wir haben die wieder aufgesetzt als Trockenmauer, nicht mit Beton oder sowas. Mhm. Und gut, das ist also Voraussetzung, sonst hätten wir dürfen nichts machen. Und jetzt sind sie alle ganz glücklich, kommen her und fotografieren. Ja, das ist ein tolles Projekt. Das ist so das, was uns auch ein bisschen Spaß macht. Wir können es uns erlauben und wir haben auch den Markt dafür in der Welt für solche Weine. Das ist nicht austauschbar, das ist nicht vermehrbar. Es gibt nicht mehr, es gibt eine gewisse Menge. Ja. Und, aber da können wir ja gleich auch noch mal drüber reden, wie man sozusagen diese spezielle Lage, das Terroir, nachher in den Wein bekommt. Ja. Weil das wollen wir ja eigentlich auch immer wissen, warum das gerade hier bei Ihnen übrigens, so übrigens ist auch, wie wir da unten die Mauern gemacht haben, auf einmal, also wir haben hier immer einen Diplombiologen da gehabt, der kontrolliert hat. Und wir hatten auch nur ein Zeitfenster, wo wir was machen durften, wegen den Mauereidechsen. Mhm. Also entweder es war ein Zeitfenster von Oktober bis Ende des Jahres und dann nochmal im Frühling bis spätestens im Mai muss das fertig sein. Und war extra ein Biologe dabei, der immer geschaut hat, ob irgendwo Eidechsen sind. Die müssen dann umgesiedelt werden. Mhm. Das kostet Geld. Ja. Ja, weiß. Müssen wir bezahlen. Ja, und dann auf einmal kam der nächste Hammer. Weil hier unten drunter Urgesteinsschichten sind, also Schieferschichten sind. Und dann war auf einmal das Geologische Landesamt von Mainz da. Und dann haben die alles durchgearbeitet. Und das ist übrigens, das ist Weltliga von den Fossilien hier. Die haben hier unten, also das ist der Chef vom Geologischen Landesamt, Museum in Mainz, haben die hier unten, denke ich, was ist denn jetzt los? Und ich denke, jetzt wird es ganz kritisch. Saßen die da unten, haben den Schiefer, wo wir da unten gegraben haben, das ist von unten fotografiert, saßen da unten drinnen, ja, die Jungs. Und ein Zelt aufgebaut. Ja, das ist ein kleiner Eidechse, die ist 400 Millionen Jahre alt. Die sitzt im Stein. Ja, das ist der Leiter. Komm, wir zeigen das mal einmal. Das ist vom Geologischen Landesamt. Guck mal, ob du das draufkriegst. Das sind Sachen. Die das Geologische Landesamt macht, hat hier aus im Untergrund, ja? Mhm. Dokumentiert, die haben hier wochenlang da unten gesessen und haben also Fossilien gesichtet. Das da war jetzt nichts. Ich kenne mich nicht aus, der hat mir es nur mal erklärt. Und ich fand das dann schon spektakulär, dass wir obendrauf Reben später haben. Hier, das sind die Schichten unten drunter, die haben das unten beiseite geschafft. Ja. Wie kriegen wir das Terroir jetzt in die Flasche rein? Also es ist ja wirklich möglichst wenig machen. Mhm. Also die, Sie können, das ist ja auch immer so eine grundsätzliche Frage, wer ist ein wichtiger, der Winzer oder der Kellermeister?
Das heißt, beides ist an sich wichtig, aber der wichtigste ist an sich draußen der Winger. Und im Kellermeister oder in der Kellerwirtschaft, selbst mit modernster Technik oder modernstem Können, können Sie keine großen Weine machen, wenn Sie nicht die Grundlage von draußen haben. Ja. Das ist unmöglich. Sie können gute Weine machen, ja. Und Sie können auch Weine machen, wo na, bla bla bla, alles schön und gut, aber große, nee. Die müssen wachsen. Und wenn Sie dann so Flächen haben, dann sind Sie herausgefordert, möglichst wenig zu machen. Der Cornelis hat mal was gesagt, da war ich richtig verblüfft. Ich war fast ein bisschen neidisch, dass es er gesagt hat. Ich hätte es auch gern gesagt. Ja. Sagt er, okay, wenn ich die Trauben auf der Kelter habe, habe ich 100% der möglichen Qualität. Mhm. Alles, was ich jetzt mache, nimmt weg. Ja. Und die Anstrengung wird sein, die möglichst nah die 100% zu erhalten. Das ist eine also gute Einstellung. Möglichst oder? Wenig zu machen. Ja, ja. Sie können das nicht reinlegen durch irgendwelche kellerwirtschaftlichen Maßnahmen. Sie können aber wegnehmen. Kellerwirtschaft immer wegnehmen. Nicht ja. dazu. Ja. Es gibt Ausnahmen, ich sag mal, im Ausbau, im Holz oder sowas, mhm. Was also Rebsorten, die durch Ausbautechnik geprägt werden. So Burgundersorten. Burgundersorten, ja. ja. Da ist dann das in einer Balance zu sehen, mit dem, wo es gewachsen ist. Ja, aber Sie machen doch jetzt im Weingut auch Burgundersorten. Ach, das ist ein bisschen. Ja gut, Weiß- und Grauburgunder, das ist... Gehört ja auch hier zur Landschaft. Aber hier das zum Beispiel, hier wär, das wäre für Weiß- und Grauburgunder nichts, gar nichts. Ja, ja. Spätburgunder vielleicht, gab es nie hier, ja. Pinot. Das ging wahrscheinlich auch. Da bin ich sogar überzeugt davon, dass das ging. Aber es wäre schade, weil wir hier sind Riesling-Leute. Ja. Aber andere Weiß- und Grauburgunder... Und kommt dann die Idee mit Burgunder einfach daher, dass man sagt, jetzt kann man mal im Keller ein bisschen mehr spielen, oder? Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber die weißen Burgundersorten, die gab es halt auch schon immer hier. Mhm. Für unsere Weinbergsflächen, die also jetzt nicht so spektakulär sind wie hier. Und wo ein bisschen mehr Lehm im Boden ist, Kalk und Lehm. Da hat man also dann nicht unbedingt Riesling gepflanzt. Ja. Sondern Weiß- oder Grauburgunder. Oder auch Silvaner gab es früher noch hier. Den gibt es heute kaum noch. Das hing damit mit den... Die Entscheidung, welche Rebsorten gepflanzt wurden, war bei uns nie eine Entscheidung, was die Leute jetzt gerade wollten. Die Entscheidungen, was wir pflanzen oder gepflanzt haben, hat sich bei uns nie nach dem gerichtet, was die Leute jetzt gerade trinken wollen, als Marketing-Gesichtspunkt. Sondern immer nach dem, was in einer bestimmten Fläche gut funktioniert. Historisch funktioniert. Und dann brauchst du nicht lange zu fragen. Unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die haben nicht nach irgendeinem Markt geguckt, sondern die haben über die Generationen herausgefunden, diese Rebsorte geht an diesem Standort besonders gut und haben so gearbeitet. Und deshalb hat sich ja für eine Landschaft bestimmte Flächen für bestimmte Rebsorten, das weiß man seit 100 Jahren oder länger, das geht dort gut. Und das ist dann, wenn man sich danach hält, kann man nicht große Fehler machen. So, und jetzt hier liegen in jedem zweiten Gang liegt das Stroh aus dem letzten ja, Jahr. Ja, ja, ja. Und dann, das verrottet dann. Jetzt machen wir hier die Zeit. Das haben wir aufgebrochen. Hier kommt Stroh drauf und im Laufe des Jahres verrottet das. Das verrottet, das, bis im Sommer sieht man das kaum noch. Ja. Ja? Normalerweise, wenn man so rundherum die Felsen sieht, das ist ja schwarz, Stein. Hier, es ist schon steil, guck es mal. Ist schon ein bisschen verrückt hier. Schon hartes Brot, auch hier die Trauben rauszutragen und zu arbeiten. Aber es macht Spaß. Also mich fasziniert so ein Weinbau, hat mich schon immer viel mehr fasziniert wie einfach nur Weinbau. Ich brauche eine Beziehung zu der Landschaft und später zu den Weinen. Auch wenn ich irgendwo hingefahren bin, egal wo in der Welt, ab irgendwelche spektakulären Weine kommen, ich wollte immer zuerst wissen, wo ist der gewachsen. Oder hinfahren. Und dann schließt sich der Kreis, so auch gedanklich, was macht der da? Wenn ich eine Landschaft sehe, und dann kann ich mir fast vorstellen, wie der Wein schmeckt. Ich bin dann überhaupt nicht mehr überrascht, wenn ich später den Wein probiere. Dann sage ich, selbstverständlich, der muss so schmecken. Aha. Der muss so schmecken, der kann gar nicht anders schmecken. Und meine Frau sagt immer, wie kommst du da drauf? Sag ich, du, stell doch mal aus. Guck mal, lass das mal auf sich wirken. Wie riecht es hier in der Landschaft? Was fühlst du in der Landschaft? Probier anschließend den Wein. Der schmeckt so. Ja. Logisch.
das muss ein Produkt sein hier von diesem Teil der Erde, ja? Und so soll das sein. Das kann sein, dass logischerweise ein anderes Teil der Landschaft schmeckt anders. Und das hat nichts mehr zu tun mit gut oder schlecht. Richtig gut ist es, wenn es genauso schmeckt, wie es hier wächst. Dann ist gut. Wie schmeckt es? Interessanterweise. Wie schmeckt es in Ihrer Beschreibung? Hier, Norheimer Dällchen? Ja, weil es beinhaltet fast zwei Färbungen, wie die Landschaft. Mhm. Einfach, es hat etwas Komplexes, Wärmendes. Es hat was Feminines. Es hat nichts Maskulines. Später, wir fahren in Felsenberg, der ist eher grober, härter. Mhm. Hier, das hat auch etwas Weiches. Ist zwar eine spektakuläre, auch dramatische Landschaft, wenn man so will. Mhm. Aber trotzdem hat es etwas Wärmendes, Weiches. Ich glaube, das ist dieses Dällchen. Mhm. Ja? Und, ja. Und es hat schon diese Klarheit, die Weine hier haben, diese strikte Klarheit. Aber es ist nicht schroff und hart. Es hat so ein stiller, geheimnisvoller Charme. Und von den Aromengebungen, die ist nicht laut. Das ist zurückhaltend. Unsere Weine sind sowieso hier aus der Landschaft keine lauten Weine. Die brauchen ein bisschen Zeit. Ich brauche hier immer ein größeres Glas und ein bisschen Zeit. Ich möchte es auch nie so kalt trinken. Die sollen ein bisschen auf mich wirken. Ja, Glas ist ja auch spannend. Was bevorzugen Sie für ein Glas? Das muss ein bisschen im Volumen drin sein. Das ist zwar, ich sag mal, für unsere Weinproben, wenn Kunden Wein probieren, teuer, weil wir da mehr einschenken müssen. Mhm. Aber nur so eine ganz kleine Pfütze ist nichts. Muss schon ein bisschen was im Glas sein. Ja. Und muss auf mich wirken. Ja. Also Sie pressen das Aroma oben nicht in so einen kleinen Kelch rein? Nee, das darf was willst du das so in ein kleines Ding einsperren? Das kann ja dann nichts mehr erzählen. Ja. Das ist doch viel mehr zu sagen hier. Und wenn man sich mit so einer Landschaft mal gesehen hat oder sich auch damit befasst hat und sich dann ein bisschen Zeit lässt mit so einem Wein. Ich kenne die Landschaft Zeit meines Lebens und ich entdecke immer wieder Nuancen in Weinen drin. Denke ich, Menschenskinder, habe ich überhaupt noch nicht vorher gespürt. Ist aber da. Ja. Ist mir nie aufgefallen. Wie so in einer komplexen Musik oder so. Denke ich, oh, das ist eine schöne Stelle. Die möchte ich noch mal hören. Ja. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, ja. aber ist da. Und dafür brauchen wir ein Glas ja, mit mehr Volumen und mit einfach mehr Luft zum Atmen. Bisschen also das ist eigentlich auch ein Tipp, mal Ihre Weine mehr in einem größeren Glas ja, zu probieren. Ja, also liebe, richtig große Gläser immer viel besser. Sehen Sie, hier kommt dieser Schiefer zur Tage. Das sehen wir, der Hermannshöhe ist viel stärker ausgeprägt. Und das ist der Tonschiefer, das ist hier ein weicher Schiefer, der bricht auch, sehen Sie. Und da sind die Fossilien drin. Mhm. Und die Geologen haben mir erklärt, das wären hier Schlote gewesen. Also aus der rotliegenden Zeit. Und ich bin kein Geologe, ja. Ich kann auch jetzt falsche Sachen sagen. So um die 400 Millionen Jahre alt, Sedimente, wo sich Fossilien gebildet haben. Und zwischendrin das vulkanische Gestein ist viel jünger, als das hochgedrückt hat. Deshalb stehen die Schichten halt so, wo vulkanische Masse hochkam, wie aus einem Schlot. Hat er mir da unten erklärt. Ich war ganz fasziniert. Ich schreibe mich jetzt in meinem Alter noch mal ein im Studium. So, Jungs. Schaffen wir jetzt hoch hier? Ich denke schon. So, wenn wir noch mal einmal, Herr Dönhoff, zusammenfassen, das Stroh, was hier liegt. Ja, das schützt vor Erosion, ne? Soll einfach nicht über Wasser. Richtig, wenn es jetzt ein Gewitter gibt mit 30 mm Niederschlag in einer halben Stunde oder sowas. Ja. Kann ja. Im Sommer haben wir das ja als. Da wird ja das ganze Wasser heruntersausen. Ja? Genau. Und hier kommt das nicht ins Fließen. Das geht in den Boden rein. Ja. Deshalb haben wir unten drunter aufgerissen jetzt, wo es neu reinkommt. Aha. Hier haben wir was wir dort jetzt machen, haben wir hier gemacht, letztes Jahr. Genau, ja. Und dann kann das einziehen. Über Sommer, wer hinten deckt das ab, Sie sehen, da unten drunter ist immer feuchter hier. Ja? Weil da oben, das verhindert die Verdunstung. Was, wenn das offen ist, haben die Atmosphäre. Kann ich aus dem eigenen Garten machen, deutlichen Unterschied. Und irgendwann ist das Wasser weg und die Reben dürsten. Und diese beiden Sachen sind zwei wesentliche Sachen. Ganz wesentliche Sachen. Und drittes ist halt, es liefert natürlich auch organische Masse. Übers Jahr, sehen wir da war letztes Jahr drin, das ist verrottet. Mhm. Und gibt organische Masse. Ich hab in meinem Leben nie künstliche Dinge ausgebracht. Also synthetische Düngemittel. Mhm. Immer nur so. Solche Sachen, ja. Also ist das sehr, sehr nah an der Natur dran.
Ja, also ich will dir jetzt nicht unbedingt, machen ja viele meiner Kollegen genauso. Das war für mich selbstverständlich in der Beobachtung. Da habe ich mir mal beobachtet, wie die Weinberge da stehen, wie sie wachsen. Man sieht ja auch im Sommer an dem Laub, ob es im Vignett gut geht oder nicht. Mhm. Ja, da habe ich eine interessante Meldung die letzten Tage. Die Headline war, naja klar, wieder Bio-Rebstöcke kommen mit der Trockenheit besser zurecht. Ach, Bio heißt ja, rein und allein, es werden bestimmte synthetische Mittel nicht gespritzt. Ja. Ansonsten kannst du gerade machen, was du willst. Auf dem Gebiet will ich nicht reißen, wir machen das halt so. Ja, ist schon klar, aber die Aussage, ne, dass das jetzt untersucht ist und man sagt, das kommt da besser mit zurecht, mit Trockenheit zum Beispiel, spricht ja dafür, dass das Verfahren viele Vorteile hat. Wenn der Rebstock nachher besser da steht, ist doch... Mit der Trockenheit besser zurechtzukommen, ist das ganze Management des Bodens, ja? Ja. Wie Sie das in Einklang halten? Das ist je nach Landschaft, nach Niederschlagsverteilung, kann das ein anderes Management sein. Wenn Sie viel Niederschläge haben, müssen Sie Grünzeug wachsen lassen, damit das Wasser rausholt, weil dann zu viel drin ist. Das wären nachher die Trauben zu dick? Ja, richtig. Ja, zu viel Wasser ist nichts. Die Reben liebt Trockenheit. Ja. Ja, okay. Wenn Sie aber in einer Region leben, wie wir hier leben, die an sich tendenziell wenig Niederschlag hat, ist eine der trockensten Regionen Deutschlands. Ja. Wir liegen so um die 500 mm im Jahresschnitt. Okay. Viel weniger darf es nicht regnen, sonst haben wir zu wenig. Dann müssen Sie alles dafür tun, unproduktive Wasserverluste zu vermeiden. Ja, genau. Alles, was Sie tun, ist erstmal positiv. Habe ich ja mit geschildert. Ja? Genau. Verlust von Erde ist einfach blöd. Auf Dauer gesehen habt ihr nackte Fels. Müssen alles erhalten, ja, was da ist. Müssen alles Wasser erhalten, was da ist, Wasser und Sommer ihnen zur Verfügung gestellt wird. Wir haben ja hier kein Grundwasser wie in der Rheinebene. Kein Grundwasser. Hier sind wir angewiesen auf die Niederschläge, die im Laufe des Jahres fallen. Und da müssen wir sparsam mit umgehen. Ja. Das ist also, und dann dürfen wir natürlich. Die andere Seite ist das Pflanzenbauliche, dass wir die Reben nicht überfordern, dass wir nicht zu hohe Erträge haben. Hier sieht man übrigens die Schieferschichten, die unten drunter liegen. Mhm. Das sind ganz andere Böden wie die Felsen da unten. Ja? Ganz eigenartig. Ja. Jetzt müssen wir das in der Landschaft legen, dass das zur Himmelsrichtung stimmt, zu den Mauern stimmt und dass die Zeilen stehen. Ja. Dann müssen wir das ist Landschaftsarchitektur, ist ja was ganz anderes. Ja? Ja. Macht aber auch Spaß. Ja, ja. Und das wie ein Landschaftsbild, wie die Rebzeilen stehen. Ist doch schön, wenn Sie auf die durchgucken. Die müssen quer stehen, das muss passen. Sehen Sie die Stahlpfähle? Ja. Das muss so passen. Wenn das nicht im Winkel steht, passen die nicht. Nervt mich, wenn ich sowas sehe. Das hat nichts mit dem Geschmack des Weines zu tun. Gehört aber auch dazu. Ja. Ich liebe auch schöne Sachen, wenn es optisch schön ist. Muss man das nicht vielleicht auch, sonst kommt man doch gar nicht dahin, so eine Qualität zu produzieren, oder? Musik, Architektur, wenn etwas Schönes das kann, da kann ich drin aufgehen. Mhm. Und da gehört auch der Wein dazu. Und das muss stimmen. Ja, genau. Sehen Sie mal, wenn Sie hier durchgucken, die stehen so, ja, die Fehler. Wenn das nicht im Mingel ist, stimmt das alles nicht. Hast du was mitgekriegt? Das ist jetzt Architektur und dann kommt ja das Pflanzenbauliche, was Gärtnerische, was wir dann machen, Reben, Pflanzen und großziehen. Das ist ja wie ein Gartenarchitektur, wenn man so Gartenbau oder Landschaftsbau, Biologie. Und dann den Ausbau, was wieder Kellerwirtschaft, was wieder was ganz anderes ist, was ja wieder Tränketechnologie ist. Und dann gehen wir noch mit Ihnen um und trinken noch einen Wein mit den Leuten, die später unser Produkt schlimm bringen. Schlimm ist los, ne? Also das ist ja schlimm. Ja. Das ist ja, der Kreislauf ist ja geschlossen. Es gibt ja kaum einen Beruf, wo es so geschlossen ist. Von der Idee, wir machen das jetzt. Ja. Die Idee erstmal geboren und dann das Aufbauen mit allem drum und dran und dann am Schluss noch mit ihm zusammensitzen und sich dann hinter die Binde zu kreisen und darüber zu philosophieren, wie war die Geschichte. Ja, genau. Super, oder? Ja, ich muss noch mal nachfragen, wenn Sie sagen, es ist nicht jeden Tag Sonntag gewesen. Nee. Und es hat auch Turbulenzen gegeben. Was war denn die Turbulenz, die Ihnen am meisten
Ach. Zu schaffen gemacht hat. Ach nein, das ist, es gibt nicht irgendein ein Ereignis oder Teil im Leben, wo man sagen, das war irgendwas. Ja. Das sind doch immer der Zeit entsprechend Sachen. Ich habe Ihnen über die Frostjahre erzählt, was war einmal nicht war. Ja. Gut, Sie sind auch nicht immer gleich bleiben gesund oder innerhalb der Familie. Ja, ja. Ja, ja. Oder dann, ich habe ein sehr schönes Verhältnis mit meinem Vater gehabt. Der ist 91 gestorben, der war 72, also alt wie ich jetzt bin. Ja. An sich viel zu jung, aber okay, ich hatte trotzdem vorher eine schöne Zeit. Das war dann natürlich, dann fühlt man sich manchmal sehr einsam. Ja? Ja. Also es sind andere Sachen noch. Ja. Alles zusammen, das ist Weinbau ist Leben. Ja. Und dann auch wieder die riesen Spaß. Dann sind Enkelkinder da, da freut man sich über die. Und dann ist das eine. Oder dann sind mal Weine da, wo man in der Welt gelobt wird, ist natürlich auch schön. Wie das Dälchen hat auch gerade wieder abgeräumt, oder? Das Dälchen hat, ja, ist riesen gelobt worden von dem Stefan Reinhardt, was Pagel hat, die 100 Punkte bekommen. Ja. Aber ich wollte Ihnen mal zeigen, das ist schon berechtigt auch. Das ist nicht einfach nur so ein Wein. Oder, nee, was nee, das ich, weiß ich oder aus der Landschaft von hier bis hier, das ist meins und deshalb ist es besonders gut. Und da rechts und links, das ist nicht so gut, das ist ja sowieso jemand anders. Nee, hier, das ist ein ganz bestimmtes Land. Hier ist es und nirgends anders. Ja. Geht auch nicht da üben, geht nicht da. Da. Da geht's. Gehen wir da hingucken. Also es ist auch immer eine Frage, dass man erkennt, dass es da geht. Ne? Ja, das ist das etwas, was ich für hier, diese Landschaft, so ein bisschen Burgund, wo es begrenzt ist. Hier haben auch die Lagen immer eine riesen Rolle gespielt. Das ist keine Marketingerfindung. Mein Vater hatte auf seinen Etiketten nie Riesling draufstehen. Oder mein Großvater. Warum soll da Riesling? Das ist alles Riesling. Aber es stand immer drauf, wo er herkam. Und sie haben sich, ich habe das erlebt als Junge, bei uns so sonntagsmorgen hatte ich als getroffen mit so ein paar Kellermeistern, so seinem Freundeskreis. Da haben die, was ich gar nicht als junger Kerl gar nicht so richtig kapiert habe, stundenlang diskutiert über, warum Felsenberg dies ja besser ist wie Noahams Delger oder die Hermannsel, wie der Leichteberg oder das. Da haben die sich stundenlang drüber unterhalten. Ich habe gedacht, also irgendwie haben sie es nicht alle. Heute kann ich es alle verstehen. Ja, ja, klar. Ja. Aber die haben immer hier in der Landschaft sich unterhalten und wussten ganz genau. Und haben sie noch gesagt, da ging ja noch weiter. Hat der eine gefragt, unteres Teil oder oberes Teil? Nee, die mit. So. Ja. Schön. Ja, super. Heute hab ich das gleiche Gefühl. Heute weiß ich auch, ja, so und so. Da sind die besten Teilstücke und da sind die besten Teilstücke.